Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weiß, ich führe euch durch diesen Kurs. So, und wir hatten das letzte Mal uns Programme angesehen, die wir schon auf dem Computer haben. Diesmal möchte ich euch ein Programm zeigen, was ihr euch herunterladen könnt, was zunächst kostenlos ist. Wenn ihr es professionell nutzen wollt, dann bittet euch der Ersteller um einen kleinen Obolus, was ja auch sinnvoll ist. So, Programme. Das ist das Erste, was wir hier machen in diesem Kurs, damit wir auch programmieren können. Ne? Gut, okay. Wir gehen in unseren Internetbrowser hinein. So, ich habe hier jetzt mal mein Google Chrome aufgemacht, den ich normalerweise benutze. Und hier gebe ich als Suchwort ein Phase 5. So, und dann bekomme ich hier die Möglichkeit, mir das herunterzuladen und da können wir zum Beispiel auf die Internetseite von Chip drauf gehen oder von Heise Online. Das ist jetzt ziemlich egal. Also Hauptsache, es ist eine sichere Webseite. So. Okay. Das mache ich jetzt mal hier. So. Und hier könnt ihr jetzt das runterladen. So, das muss ich nicht mehr machen, denn ich habe das schon gemacht. Gut, so, sobald ihr das runtergeladen habt, installiert ihr das. Und wenn ihr das installiert habt, dann. So, ihr müsstet jetzt das Video an dieser Stelle anhalten und das erstmal installieren. Dann öffnet ihr bitte das Programm. Das sieht dann insgesamt so aus. Und ja, okay, ich habe jetzt so. Also ihr habt am Anfang habt ihr hier so einen Infotext. So, dann geht ihr bitte hier oben auf das Menüpunkt Projekte und dann schiebe es mal zur Seite, Projekte und dann auf Einstellungen. So, und jetzt bekommt ihr hier Einstellungen aufgeklappt. So, und jetzt müsst ihr hier unten, da habt ihr einige Attribute drin, so, die macht ihr bitte weg. So, weil die setzen euch automatisch eure Befehle und das sind dann meistens Befehle, die wir gar nicht haben wollen. So, das ist unschön. Mhm. Deshalb also hier nur die beiden oberen Häkchen stehen lassen bei dem Reiter Optionen HTML. Das ist das Erste, was ich euch bitte zu machen in Phase 5. So, hier seht ihr nochmal den ganzen. Also, hier schreibt ihr dann später euer Programm rein. Hier könnt ihr sehen, wo euer Programm steht, welche Programme ihr oder welche Dateien ihr sowieso noch zur Verfügung habt. So, das ist das Erste, was ich euch bitte. Und dann geht ihr einmal in Editor-Einstellungen hinein. Hier unten, hinten, ganz hinten im Menü in Einstellungen, dann in Editor-Einstellungen. So, und hier unten habt ihr so ein Feld, da steht Tabulator-Position. So, und da gebt ihr bitte ein, 2, 4, 6, 8, 10, also in Zweierschritten. So, das ist zum Einrücken und zum Übersichtlichmachen eures Dokumentes. Das hat jetzt gar nichts direkt mit dem Programmieren selber zu tun, außer dass es eben schön übersichtlich wird. Dann bitte auf Übernehmen drücken. So, und das war es auch schon. Gut, Phase 5, wie gesagt, ist kostenlos, aber der Betreiber bittet, wenn ihr das professionell nutzt, um dann eine Beteiligung an dem Gewinn oder einen Obolus. Ne? Gut. So, das war's für diesmal. Und das nächste Mal zeige ich euch, also zeige ich noch den Bloggern, wo sie mit HTML programmieren können. Und dann fangen wir richtig an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.